Hamburg weg, London weg, New York weg. Also wenn so ein Dieselfahrer auf der Autobahn Vollgas gibt, blasen wir so viel Wärme raus, dass man mit 10 Einfamilienhäuser heizen kann. Ich kann so oft gar nicht mit dem Kopf auf den Tisch schlagen, wie mich diese Diskussion genervt hat. Also. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass ihr hier seid. Es ist ja eine Herausforderung, nicht, was man so alles hört, mit dem Elektroauto herzukommen, obwohl das anfängt abzubrennen und obwohl es gar keine Ladesäulen gibt und ja, dann ist ja auch noch kalt, dann fährt das Auto ja sowieso nicht. Ja, und ihr habt es trotzdem gemacht, weil es einfach geht. Ja, also es geht und das ist das, was ihr auch zeigt den Leuten da draußen. Das ist so enorm wichtig. Ich werde auch mal zeigen, was wir noch alles den Leuten erklären müssen, was geht, weil wir natürlich noch ganz große Probleme haben. Elektromobilität ist ein Teil. Wir gehen jetzt hier die Energierevolution. Das heißt also, hier geht es um den Klimaschutz. Was müssen wir machen auf dem Weg zum Klimaschutz? Und ich möchte euch alle mal mit nach Berlin nehmen. Dann möchte ich aber, dass ihr euch mal Berlin vorstellt, aber nicht so, wie wir Berlin heute haben, sondern einfach mal bitte die Augen zumachen und vor dem Augen mal bildlich vorstellen, wie hat Berlin vor 20.000 Jahren ausgesehen. Einfach mal so ein Foto 20.000 Jahren, die Augen wieder aufmachen. Wir drehen jetzt mal die Uhr zurück. Wir haben hier eine Zeitmaschine dabei und die Lösung ist das. Das ist Berlin vor 20.000 Jahren. Berlin war damals mit 200 Metern Eis bedeckt. Wir hatten die Gletscher. Berlin war also hier ja, eine Stadt, wo man eigentlich nie eine Stadt gebaut hätte. Vor 20.000 Jahren keine Idee. Das ist eine Europakarte, nicht Europa heute, sondern das Europa von vor 20.000 Jahren. Kann man sich so ein bisschen schwer orientieren. Also man sieht so ein bisschen, sieht so aus, als ob irgendein Kind mit einem dicken Filzstift gemalt hat. Nein, also die Meeresspiegel waren 120 Meter tiefer. Also deswegen waren die Landgrenzen alle anders. Nordsee gab es gar nicht. Über den Brexit hätten wir gar nicht geredet. Und dann haben wir hier verschiedene Städte. Die wichtigste fehlt noch, genau. Und das ist Europa ja, heute. Und wir können das mal angucken, die Bewohner von damals und die Karte von heute. Und da sehen wir, dass es doch enorme Veränderungen sind. Ne? Also wirklich radikal kann man sich kaum vorstellen. Und das Entscheidende, was wir uns hier vorstellen können, ist die Temperatur. Was wir hier links sehen, das ist also der Temperaturunterschied von der letzten Eiszeit bis heute. Das heißt 4 Grad Unterschied. Also 4 Grad unter dem heutigen Niveau ist eine Eiszeit, 4 Grad obendrauf, dann haben wir Europa, so wie wir es heute kennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir über Klimaschutz reden, weil beim Klimaschutz, da haben wir mal 1,5, 2 Grad, also bestimmte Temperaturen kann kein Mensch was draus mit anfangen. Also wenn wir jetzt sagen, da draußen ist es jetzt 1 Grad wärmer, wird man sagen, es ist immer noch kalt, aber das ist Wetter. Was wir hier haben, ist Klima, das ist so der langjährige Durchschnitt und 4 Grad Unterschied beim Klima ist der Unterschied von einer Eiszeit von Europa, der ersten Karte, bis zum Europa, wie wir es heute haben. So, nun können wir uns das hier nochmal in der Kurve anschauen. Das ist mal so, als Wissenschaftler mag man immer so schöne Grafiken. Also hier links die Eiszeit, hier haben wir die Achse, da ist 0, hier unten dann 4 Grad weniger und wir sehen, wie das Ganze hier hochgeht. Seit etwa 10.000 Jahren haben wir stabile Bedingungen. Das heißt also, da ändert sich eigentlich kaum etwas und wir haben bis 1900 10.000 Jahre lang wirklich perfekte Bedingungen gehabt. Und seit dem Jahr 1900 passiert etwas. Das heißt, das Wetter und das Klima vor allen Dingen ändert sich und wir sehen hier diese dramatische Veränderung. Wir haben also hier 1 Grad, 1,2 Grad mittlerweile oben drauf gelegt. Und ich glaube, wenn ich jetzt von 1,2 Grad rede, habe ich ja vorhin gesagt, damit kann man nicht so viel anfangen. Wenn man es jetzt aber in Relation zur Eiszeit setzt, dann sind diese 1,2 Grad ungefähr eine Drittel Eiszeit, Temperaturerhöhung, die wir schon oben drauf gelegt haben. Ja, also das heißt, das ist nicht wenig, das ist schon relativ viel. Und wenn wir uns anschauen, wie schnell das geht, hier schießt die Temperatur nach oben. Wir haben also hier in 100 Jahren diese 1,2 Grad hingelegt. Beim Übergang von der Eiszeit zur Warmzeit haben wir dafür etwa 3000 Jahre gebraucht. Das heißt, wir haben eine Klimaveränderung, die 30 Mal so schnell ist wie der Übergang von der Eiszeit zur Warmzeit und von der Höhe schon ein Drittel on the top obendrauf. Das heißt also, dann kann man, glaube ich, verstehen, warum jetzt die Menschen in der Klimaforschung auch mittlerweile Panik haben, weil das wirklich schon sehr viel ist. Das ist aber erstmal Status quo. Wir sehen jetzt auch schon die Auswirkungen, gerade in Libyen zum Beispiel dramatisch.
rund 20.000 Todesopfer. Und das liegt einfach auch daran, diese 1,2 Grad sorgen dafür, dass sich die Ozeane zum Beispiel aufheizen. Wir haben jetzt Rekordtemperaturen dieses Jahr gesehen, Atlantik, Pazifik, also da sind wirklich Temperaturen, die wir die letzten hunderte Jahre nicht gehabt haben. Sind die Ozeane wärmer, verdunstet mehr Wasser, die warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, dann kommt einfach mehr runter. Und die Regenmengen, die machen mich dann auch sprachlos. In Griechenland hatten wir stellenweise jetzt, als wir diesen Sturm hatten, bis zu 1000 Liter pro Quadratmeter in 3 Tagen. In Berlin hatten wir letztes Jahr das gesamte Jahr 400. Ne? Da kommt also 2,5 Mal so viel runter wie in Berlin. Und dann kann man sich vorstellen, also das ist dann einfach, da brauchen wir jetzt nicht irgendwie über Dämme oder Anpassungsmaßnahmen reden. Also das ist dann einfach unkontrollierbar. Und das wird natürlich, je wärmer es wird, desto mehr Feuchtigkeit kann die Luft speichern, desto mehr kommt runter. Desto schlimmer werden natürlich einfach diese Ereignisse. Ja, die Klimaforschung sagt, was ist der Worst-Case-Fall, wenn wir uns jetzt nicht anstrengen beim Klimaschutz? Was passiert bis zum Jahr 2100? Das kann man relativ einfach ausrechnen über die CO2-Mengen, die wir in die Atmosphäre pusten. Und da gehen wir davon aus, dass wir Ende des Jahrhunderts 3 bis 4 Grad plus erreichen werden. Also nicht 1,2, sondern 3 bis 4. Das heißt, wenn wir jetzt keinen ambitionierten Klimaschutz machen, dann werden wir Ende des Jahrhunderts nochmal temperaturmäßig so viel oben drauflegen, wie wir von der letzten Eiszeit bis heute gehabt haben. Und das ist natürlich schon eine relativ dramatische Auswirkung. Was bedeutet das? Wir können erstmal so in die Weltklimaberichte reinschauen. Die Forschung macht ja alle 3-4 Jahre große Berichte, Weltklimaberichte, wo das draufsteht. Und im letzten habe ich mal ein Zitat rausgenommen. Ein Meeresspiegelanstieg von über 15 Metern kann bis zum Jahr 2300 bei hohen Emissionen nicht ausgeschlossen werden. Das ist natürlich schon, wenn man sich überlegt, was das für diesen Planeten bedeutet, schon dramatisch. Ne? 15 Meter plus, also gut für Hamm, vielleicht nicht so schlimm, aber ich hatte neulich einen Vortrag in Hamburg, da sieht das dann schon anders aus. Also 15 Meter plus, Hamburg weg, London weg, New York weg, Sydney weg, Shanghai weg, alle Küstenstädte. Wir reden dann über einen Lebensraum von 1,5 bis 2 Milliarden Menschen, der einfach absäuft. Muss man sich dann einfach überlegen und die Menschen werden ja nicht da bleiben. Das heißt, diese Menschen werden natürlich sich andere Lebensräume passieren und das 2300 hört sich lange an, aber das kommt natürlich schleichend. Das heißt, dieses Jahrhundert können wir auch schon 2 Meter plus haben, das ist für viele Regionen auch schon zu viel. Das heißt, das Ganze kommt schon auf uns zu. Viel früher wird das Problem mit der Nahrungsmittelversorgung auf uns zukommen. Wir sehen natürlich jetzt schon diese Veränderungen mit den Niederschlägen, also mit der Temperatur. Das heißt, wir haben Dürren in vielen Bereichen, die Nahrungsmittelversorgung wird knapp. Und wenn man sich Zahlen anschaut international, dann ist einmal interessant, was wir in Deutschland für Diskussionen führen. Wir haben weltweit laut UN 800 Millionen Menschen, die hungern. Jeder 10. Mensch auf diesem Planeten weiß nicht, was er morgen essen soll. Und wir haben hier Diskussionen über Heizungsarten und welche Heizung wir denn gerne möchten oder auch nicht. Also das heißt, das sind natürlich dann schon Luxusdiskussionen, die wir hier in Deutschland führen im Vergleich zu vielen, was auf der Erde dann los ist. Und wir sehen, dass wir hier im Bereich der Landwirtschaft heute schon Schwierigkeiten haben. Verschiedene Ursachen natürlich, ganz klar. Wir haben auf der einen Seite Missmanagement, wir haben den Krieg in der Ukraine, der natürlich auch massiv drauf einwirft. Aber wir haben durch diese Hitzewellen, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen haben, auch Ernteausfälle. Letztes Jahr vor allen Dingen in Indien und China. Und diese Erntefälle verstärken das Problem der Hungersnot. 2018 eigentlich ist mir das erste Mal bewusst geworden, dass wir jetzt schon massive Probleme haben. 2018 hatten wir in Deutschland diesen enormen Dürresommer. Den ersten großen, der kam jetzt einen Haufen hinterher, aber der 2018 war so der erste große Dürresommer, wo wir dann den ganzen Sommer braunen Rasen hatten und gesagt haben, was ist hier los? Ich selber bin in Westdeutschland aufgewachsen, Frankfurt am Main, wohne in Ostberlin und habe dort viele nette Nachbarn, die in der ehemaligen DDR groß geworden sind. Und da hat mich ein netter Nachbar angesprochen und 2018 hat gesagt, du Volker, du machst doch was mit Klimaschutz. Zu DDR-Zeiten hätten wir jetzt ein Problem. Ich war so ganz irritiert. Du, klär mich mal auf. Verstehe ich nicht. Also was wäre da anders gewesen? Naja, ich habe heute in der Zeitung gelesen, in Deutschland gab es 2018 30% Ernterückgang aufgrund der Dürre. In der DDR hätten wir nächstes Jahr keine Brötchen mehr gehabt, weil der real existierende Sozialismus hätte das nicht ausgleichen können. Das war so ein Satz, da habe ich lange drüber nachgedacht. Und gesagt, wow.
Also eigentlich, wir merken das ja gar nicht. Ne? Wir schimpfen, dann kommt in der Tagesschau mal, die Brötchen sind 3 Cent teurer geworden und dann wir kaufen jemand anders das Getreide weg. Irgendwo fehlt es dann halt, wir merken es gar nicht. Im Mittelalter wäre das Jahr 2018 in die Geschichtsbücher eingegangen. 30% Ernterückgang wäre eine der größten Hungersnöte gewesen, die man in der Geschichte gehabt hätten. Und das heißt also, die Klimakatastrophe, die wir jetzt schon haben, sorgt für Veränderungen, die wir gar nicht merken, obwohl sie da sind. Und das ist irgendwie, was wir sehen, die Auswirkungen sind anderswo auf dem Planeten. Aber was machen die Menschen, wenn sie kein Wasser und keine Nahrungsmittel mehr haben? Sie gehen natürlich dahin, wo Wasser und Nahrungsmittel sind. Und wir werden da auch nochmal gleich weiter drauf eingehen. Ein weiterer Punkt, was die Klimaforschung sagt, ist, dass es irgendwann auch von den Temperaturen für die Menschen kritisch sind. Der Mensch ist faszinierend, wir können einen sehr guten Temperaturbereich aushalten. Wobei der Temperaturbereich, wo wir uns wohlfühlen, recht eingegrenzt ist. Also die Temperaturen hier von dem Raum möchten Sie nicht in der Wohnung haben. Und 28 oder 29 Grad im Schlafzimmer sind auch unangenehm. Also da sind wir sehr empfindlich. Aber trotzdem können wir von minus 30 bis plus 30 ist gar kein Problem, plus 40 geht auch. Problematisch wird's, wenn wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben und es gar nicht so warm ist. 38 Grad plus und 100% Luftfeuchtigkeit ist eine ganz unangenehme Temperatur. Weil was passiert? Der Körper muss ja seine 37 Grad halten. Das ist also für uns wichtig. Also 38 Grad Außentemperatur, es ist schon zu warm. Sie fangen natürlich an zu schwitzen. Das ist Ihre eingebaute Klimaanlage. Die Klimaanlage, man schwitzt und das Wasser verdunstet, man kühlt. Wenn die Luftfeuchtigkeit aber hoch ist, kann das Wasser nicht verdunsten. Das heißt also, man 38 Grad, wir bewegen uns, wir wollen die Wärme loswerden, wir schwitzen, wir sind klatschnass, aber das Wasser verdunstet nicht und dann fängt der Körper an aufzuheizen. 39, 40, 41 und dann ist irgendwann Schluss. Und dann reden wir von potenziell tödlichen Hitzetagen. Also man fällt da nicht gleich tot um, wenn man aus der Haustür rausgeht, aber wenn man sich da 1-2 Stunden draußen aufhält und am besten noch körperlich arbeitet, dann kommt man in den Bereich rein, wo der Körper droht zu überhitzen, man am Hitzschlag dann stirbt. Und hier haben die Kolleginnen und Kollegen mal ausgerechnet, der Worst-Case-Fall, wir erwärmen die Erde um 4 Grad. Wie häufig werden wir solche Bedingungen haben, dass die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit für uns tagsüber ja, tödlich sein kann. Dunkelrot bedeutet 365 Tage im Jahr erwarten die Kollegen aus der Forschung diese unangenehmen Situationen, dass wir also hier wirklich Probleme bekommen. Dann schauen wir uns die Regionen an. Hier haben wir Brasilien, 200 Millionen Menschen, die da wohnen. Zentralafrika, irgendwo zwischen 0,5 Milliarde und 1 Milliarde. Indien 1 Milliarde, Indonesien 200 Millionen. Das heißt, wenn wir wirklich Ende des Jahrhunderts diese 3-4 Grad machen, wird der Lebensraum von 3 Milliarden Menschen zu heiß werden, dass man dort noch weiter wohnen kann. Was werden diese Menschen machen? Die werden natürlich nicht sagen, okay, irgendwie, ich bleibe halt den Tag über im Keller und dann schauen wir, natürlich wird man sich auf die Reise machen. Wir sehen, dass es ganz, ganz viele weiße Gebiete gibt. Na, also hier weiß bedeutet, dass wir hier auch noch lebenswerte Bedingungen haben werden. Wir werden Dürren haben, der Wald wird das auch nicht irgendwie mehr abkönnen, aber wir werden nicht solche Extremtemperaturen haben, dass man also den Tag besser im Keller verbringt. Und deswegen werden wir einen Migrationsdruck bekommen, der eine ganz andere Dimension hat als heute. Und wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie Europa mit einer lächerlich kleinen Zahl an Flüchtlingen hier komplett überfordert ist und wenn wir uns überlegen, was mit unserer Welt los ist, wenn wir da mal 2 Nullen dranhängen, dann möchte man in diese Welt keine Kinder schicken. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir handeln, weil wir gehen davon aus, dass die Klimakrise nicht, weil der Planet in Flammen aufgeht, aber die Konflikte um die Verteilung, um Land, um Nahrungsmittel, um Wasser, das wird dafür sorgen, dass sich die Menschen weltweit die Köpfe einschlagen werden. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir versuchen zu handeln. Zu handeln bedeutet, es ist ja noch nicht Gott gegeben, dass diese Zustände kommen. Es ist kein Meteorit, der auf die Erde einschlägt wie bei den Dinosauriern und dann ist es vorbei. Das heißt, wir haben es in der Hand. Barack Obama, der vorletzte US-Präsident, der hat in seinem letzten Amtsjahr ein sehr schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, wir sind die erste Generation, die verstanden hat, was der Klimawandel bedeutet aufgrund der Wissenschaft. Und wir sind die letzte Generation, die die schlimmen Folgen, die die Wissenschaft skizziert, noch aufhalten kann, wenn wir ambitioniert handeln. Und das, glaube ich, ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ambitioniert handeln heißt, wir sind ja erst hier bei 1,2 Grad
und die Klimaforschung sagt, 1,5 ist, sage ich mal, so ein Limit, das man möglichst nicht überschreiten sollte. 1,7, 1,8 kann auch noch gut gehen. Wenn wir dann 2 Grad oder mehr erreichen, dann fangen an, diese katastrophalen Effekte, die Zustände so stark zuzunehmen, dass wir sie wahrscheinlich irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Und deswegen hat die Klimaforschung ganz klar empfohlen, wir müssen weltweit bei 1,5 auf alle Fälle deutlich unter 2 Grad Celsius bleiben, damit wir also hier unseren Kindern einen Planeten hinterlassen, der noch lebenswert ist. Die Politik hat das aufgegriffen. Das ist auch erstmal sehr schön. Man hat 30 Jahre lang verhandelt. Im Jahr 2015 gab es den ersten Erfolg. Die Begrenzung der globalen Erwärmung deutlich unter 2, möglichst 1,5 Grad Celsius, ist ein Abkommen international, das alle Länder unterschrieben haben. Wir haben dort Deutschland natürlich dabei, aber auch die ganzen EU-Staaten. Wir haben selbst Russland ist dabei, Syrien, USA, also alle Länder der Welt haben das unterschrieben. Und das Zweite ist auch, glaube ich, wichtig, alle Staaten der Welt unternehmen eigene Maßnahmen und berichten über die Fortschritte. Ich höre immer, Deutschland ist ja ganz unwichtig, China macht ja so viel. Ich habe vor 3 Tagen einen Vortrag in Luxemburg gehabt. Wissen Sie, was man in Luxemburg sagt? Luxemburg hat den höchsten Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in Europa. Das ist aber vollkommen unwichtig. Weil in Luxemburg sind so wenig Leute, Deutschland macht viel mehr. Und das beste Zitat hatte ich in dieser Sache mal in Brandenburg. Also vor 8, 9 Jahren hatte ich mal eine Podiumsdiskussion mit dem damaligen Energieminister in Brandenburg. Der hat gesagt, also die CO2-Emissionen in Brandenburg sind ja auch unwichtig. Wissen Sie, wir sind ja so unter Kritik mit den Kohlekraftwerken in der Lausitz. Aber wenn der Rest der Welt klimaneutral ist und am Ende nur noch Brandenburg CO2 ausstößt, dann ist diese Menge so klein, dass das für die Welt keinen großen Schaden mehr zufügt. Es stimmt. Aber dann müsste man natürlich auch als brandenburgische Landesregierung nach USA fahren, am besten zu Donald Trump und zu erklären, also USA müssen klimafrei werden, damit in Brandenburg noch Kohlekraftwerke laufen können. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt also, Klimaschutz funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen und wir können nicht irgendwie die Schuld auf andere schieben. Und das ist der Geist auch des Pariser Klimaschutzabkommens. Wir haben zudem noch ein Verfassungsgerichtsurteil. Wir haben 2018 eine Klage eingereicht. Ich war Mitkläger bei der Klimaklage und wir haben die letzte Bundesregierung verklagt, weil die Klimamaßnahmen aus unserer Sicht nicht ausreichend sind. Es war riskant, weil wir hatten gedacht, naja, die Chance, dass das Gericht das Urteil, dass die Klage annimmt, ist relativ klein, aber wir hatten doch wieder erwarten Erfolg. Die Klage wurde angenommen. Es gab sogar einen Beschluss, der das letzte Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig gekennzeichnet hat. Und die Begründung war relativ gut. Also die Aufgabe der Gesellschaft und der Politik ist es, für alle Menschen gleiche Lebensbedingungen und Freiheit zu gewähren, und zwar über die gesamte Lebenszeit. Das fand ich relativ interessant. Also die Analyse des Gerichts war auch treffend. Warum machen wir keinen Klimaschutz? Weil wir uns verändern müssen, weil wir Freiheiten einschränken müssen, die wir uns meinen, heute herausnehmen zu können. Die Konsequenz wird sein, dass die junge Generation, wenn wir Kampf um Nahrungsmittel haben, Lebensmittelmarken ausgeben müssen oder sonst irgendwas, natürlich massivste Freiheitseinschränkungen haben wird. Und die Aufgabe, die uns das Gericht gegeben hat, ist, dass sie sagen, wir müssen für einen intertemporalen Ausgleich sorgen. Wir müssen uns heute so viel Freiheitseinschränkungen auferlegen, dass das in der Waage ist, was die junge Generation in 50 Jahren zu erwarten hat. Und wenn wir dann so sehen, was wir für Diskussionen führen, glaube ich, so ganz gelungen ist das noch nicht. Aber das werden erst weite Gerichtsurteile dann klären. Was bedeutet, was machen wir in Deutschland? Wir sehen die CO2-Emissionen, das sind hier die Treibhausgasemissionen, Kohlendioxid in Deutschland, die gehen nach unten. Wir haben im Wesentlichen Kriseneinbrüche, also hier Corona, die Energiekrise. Die Regierung hat sich im Jahr 2020 für die niedrigen CO2-Werte gefreut und dann auch gefeiert. Ich habe dann getwittert, okay, das ist super, noch 3 Corona-Krisen, wir sind klimaneutral. Aber das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Also wir brauchen natürlich eine nachhaltige, langfristig angelegte Klimaschutz. Das sind die Ziele der Bundesregierung, auf und ab. Also die letzte Bundesregierung hat sogar mal kurzzeitig die Ziele wieder angehoben, dann aber wieder abgesenkt. Und aktueller Stand ist, dass die Bundesregierung 2045 klimaneutral werden möchte. So, wir können aus Sicht der Wissenschaft einfach ausrechnen, wann müssten wir klimaneutral werden, wenn wir gewisse Temperaturwerte einhalten wollen. Also wenn alle Länder so viel CO2 ausstoßen wollen wie pro Kopf, wie wir in Deutschland, dann müssten und wollen 1,5 Grad einhalten, müssten wir 2030 bereits in Deutschland klimaneutral sein. Wenn wir sagen, okay, temperaturmäßig, wir wollen 1,75 erreichen 2040, das heißt also auch mit diesem 2045er Ziel
wird die Bundesregierung nicht mehr diesen Temperaturkorridor 1,5 bis 1,7 einhalten können. Dazu sind wir selbst mit 2045 zu spät. Das weiß die Regierung, das weiß auch Herr Habeck, haben sich aber auch die Grünen nicht getraut, hier ambitionierteren Klimaschutz zu machen. Und wir sehen auch, das bisschen, was momentan versucht wird durchzusetzen, ist in Deutschland auch sehr umkämpft. Und wir sehen, das ist momentan die Folge, der Trend. Wir haben jetzt gerade eine Diskussion im Bundestag, dass das Klimaschutzgesetz aufgeweicht wird, weil der Verkehrsbereich nicht in der Lage ist, die Maßnahmen und die Ziele einzuhalten, weil man nicht bereit ist, irgendwelche Maßnahmen zu machen. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Das heißt, das ist also die Situation. Ich mache jetzt an meinen Vorträgen seit längerer Zeit immer eine Umfrage, die möchte ich auch mit Ihnen machen. Und ich habe mal bei einem Mediziner gehört, Sitzen ist sowieso nicht gesund, Sitzen ist das neue Rauchen. Und wir sitzen jetzt alle schon eine halbe Stunde, deswegen stehen Sie noch mal ganz kurz auf und schütteln Sie sich mal durch. Ich habe nämlich eine Frage mitgebracht. Werden wir es schaffen, in Deutschland bis Mitte der 2030er Jahre eine Energieversorgung ganz ohne Erdöl, Erdgas und Kohle aufzubauen und so das Klima zu retten? Wer der Meinung ist, dass wir das schaffen werden, möge bitte stehen bleiben, alle anderen bitte wieder hinsetzen. Okay, das ist jetzt ein bisschen unfair, weil am Rand sind alle dafür. Dankeschön, die anderen auch. Also, wenn ich jetzt mal das hochrechne, Sie können sich gerne auch wieder setzen, danke. Wenn ich das hochrechne, haben wir so 10-15% Optimistinnen, die also der Meinung sind, dass wir es schaffen werden. Ich möchte mal eine andere Frage stellen. Wer hat ein Smartphone? Bei Tesla-Leuten sowieso eine blöde Frage, genau. Aber... Ja, also statistisch gesehen, das ist sehr, sehr spannend, haben wir in Deutschland pro Einwohner ein Smartphone. Also wir haben eine Ausstattung von 100% in Deutschland mit Smartphones, statistisch. Also es gibt ein paar alte Leute vielleicht, die keine haben, dafür haben meine Studierenden alle zwei. Aber in der Mitte ist das so, dass wir 100% haben. Die Frage, wenn ich jetzt vor 20 Jahren gefragt hätte, wer hat ein Smartphone, gab es noch gar nicht. Also halten wir mal fest, wir können eine Technologie in weniger als 20 Jahren von 0 auf 100 bringen, wenn sie sexy genug ist. Ne? Also ich glaube, wenn Frau Merkel vor 20 Jahren gesagt hätte, wir alle haben ein Smartphone, das hätte nie geklappt. Aber es hat funktioniert. Und jetzt haben wir eine andere Sache. Jetzt kann man sagen, okay, Energiewende ist ja viel, viel teurer. Jetzt mal zu Hause schauen. Also auf den einen Stapel die Stromrechnung, auf den anderen die Rechnung für Kommunikation. Also die Handyrechnung für Frau, Sohn, Tochter, sonst irgendwie. Dann natürlich auch die Geräte, ne? Also alle zwei Jahre ein neues iPhone. Das sind also auch nochmal Sachen. Man muss ja mal überlegen. Wenn ich meiner Großmutter vor 30 Jahren erzählt hätte, im Jahr 2023 werden die Menschen in irgendwelche Geschäfte pilgern und sich Telefone für 3000 D-Mark kaufen. Sie sagt, wieso? Das graue Ding da, das kostet 17 Mark, D-Mark im Monat und ist dabei. Das heißt also, das ist ja alles obendrauf gekommen. Wir leisten uns das einfach, weil wir es wollen und weil wir es können. Und im Bereich Klimaschutz sagen wir, ja, nee. Und das müssen wir halt ändern. Und was wir ändern müssen, das möchte ich jetzt auch nochmal zeigen. Und deswegen sage ich, wir brauchen wirklich eine Energierevolution. Und da schauen wir uns jetzt mal verschiedene Bereiche an und wir fangen mit dem Strom an. Beim Strom sieht es in Deutschland so aus, der Strombedarf, der eiert so ein bisschen rum, weitgehend stabil. Das Bunte hier sind die klimaneutralen erneuerbaren Energien. Wir haben die Wasserkraft, wir haben die Biomasse, Wind an Land, Wind offshore und die Photovoltaik. Das heißt, in der Summe sind wir bei 47%. Da können wir uns in Deutschland ruhig mal auf die Schulter klopfen. Wir haben gestartet bei 3% im Jahr 1990. Wir sind jetzt bei 47% und die 100% 2035, das wäre so das Zieljahr, was wirklich noch in dem Korridor drin ist, was wir eigentlich hier erreichen sollten. Da könnte man sagen, okay, mit ein bisschen Fantasie, warum nicht? Jetzt kommen aber die Wermutstropfen. Ich muss das Ganze jetzt noch mal ein bisschen stauchen. Das ist die gleiche Grafik, nur zusammengedrückt. Weil wir haben jetzt hier, das Bunte sind die Erneuerbaren, also Biomasse, Wind, Wasser und das ist der Strom, weil wir haben halt noch die anderen Bereiche. Wir haben noch die Wärme mit Heizöl und Erdgas und den Verkehr mit Benzin und Diesel. Dann haben wir noch die Industrie. Die brauchen ja auch alle Energie und überall entsteht Kohlendioxid. Jetzt haben wir ein paar erneuerbare Energien. Wir haben also hier jetzt bei der Biomasse dann Brennholz noch zu Hause, ein bisschen Biosprit-Beimischung, 5% beim Biodiesel, macht auch nicht so sonderlich, aber das sehen wir hier. Und wenn wir das umsortieren, also alle Erneuerbaren vom Strom, von der Wärme und Verkehr zusammenpacken und alle anderen zusammen, dann sehen wir, sind wir derzeit erst bei 20%. Das heißt, wir haben 30 Jahre lang gebraucht, um von 3% auf 20 zu kommen mit klimaneutralen Energieträgern. Und nun haben wir vielleicht noch 15 Jahre Zeit, um von 20 auf 100 zu kommen.
dass wir einfach mal so ein bisschen weiter so machen, technologieoffen mal überlegen, wo die Reise hingeht. Ja, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir werden jetzt ganz klare Vorgaben brauchen und wir werden hier auch ambitioniert was machen. Nun gibt es ja einige Menschen, vor allen Dingen aus Süddeutschland, die an der Regierung sind und meinen, die Kernenergie wird das ganze Problem lösen. Genau, unter bayerischer Regie den Weiterbetrieb von Kernkraftwerken. Also es ist eine spannende Diskussion. Die Kernenergie hat im letzten Jahr 1% am Energieaufkommen abgedeckt. Man kann ja unterschiedliche Meinungen haben, ob die Dinger gefährlich sind oder nicht. Ich habe da eine ganz klare Meinung, aber da will ich gar nicht drüber diskutieren. Die Frage ist, hilft uns das? Wir haben hier ein bisschen Rot. Das Graue müssen wir ersetzen. Wir haben im letzten Jahr ein halbes Jahr lang irgendwie über Kernenergie diskutiert, als ob wir die 3 Kernkraftwerke weiterlaufen lassen und alles ist gut. Nein, ist es nicht. Ich habe mal ausgerechnet, wenn wir das Graue hier mit Kernenergie ersetzen wollen, heißt das, wir brauchen 200 neue Kernkraftwerke, die wir in 10 Jahren bauen müssten. Bayern hat 20% der Landesfläche. Das würde bedeuten 40 neue Kernkraftwerke in Bayern. Bitte schön, Herr Söder, die Liste der Standorte mit der Finanzierung, dann können wir über Kernenergie diskutieren. Alles andere ist reiner Populismus. Ich kann so oft gar nicht mit dem Kopf auf den Tisch schlagen, wie sie mich diese Diskussion genervt hat. Also. Aber die Frage ist natürlich was, also die Kernenergie ist ein schönes Versprechen, ne? Wir können einfach, wir lassen 3 Kernkraftwerke weiterlaufen und alles ist gut, aber das funktioniert noch nicht, das ist also wie gesagt Populismus, was müssen wir tun? So, ich glaube das nächste, was wir hier uns anschauen müssen, wir müssen runter mit dem Energiebedarf. Wir müssen ja mit den Erneuerbaren hier das abdecken und wenn dann hier der Energiebedarf noch ansteigt oder so, das klappt ja erst recht nicht. Also wir müssen gucken, dass wir runterkommen und wenn man das verstanden hat, scheiden viele Technologien aus. Diese Technologieoffenheit ist ja am Ende eigentlich eher so eine Ausrede zu sagen, wir wollen uns nicht verändern. Technologieoffen heißt, wir wollen die alten Technologien weiter am Start haben. Wir gucken uns mal an, welche Technologien nämlich ausscheiden, wenn man einfach mit einem gewissen gesunden Menschenverstand reingeht. Fangen wir erstmal bei der Wärme an. Verkehr machen wir auch noch gleich. Wärmewende. Deutschland heizt mit 22% Öl, mit 47% Erdgas. In einem Land, was kein eigenes Öl und Gas hat. Erzähle ich schon seit 10 Jahren. Im letzten Jahr haben alle verstanden, was das bedeutet. Also insofern sollten wir ändern. Ne? Also das wäre eigentlich nicht aus Klimaschutzgründen, auch aus anderen Gründen haben wir verstanden. Sehr, sehr sinnvoll. So, wir haben noch ein paar andere Energieträger. Kohle, Strome, Fernwärme, Biomasse, Solarthermie, Wärmepumpen. Nun gibt es einige, die sagen, ja, das müssen wir zwar lösen, aber das müssen wir jetzt nochmal 5 Jahre überlegen, technologieoffen. Vielleicht machen wir das ja alles plötzlich mit Fernwärme. Ja, viel Spaß beim Straßenaufbuddeln, dann also können Sie die Mobilität in Deutschland erstmal vergessen. Also das funktioniert alles natürlich nicht. Und die Lösung wären eigentlich hier die Wärmepumpen. Wir gehen da gleich mal drauf ein, warum. Der Standardfall in Deutschland ist, wir haben eine Gasbrennwerttherme und wir haben ein mäßig gedämmtes Haus, was mit Gas läuft. Und dann haben wir 30.000 Kilowattstunden. Im Vergleich dazu, der Strombedarf sind 5.000 Kilowattstunden, kommt ein Elektroauto dazu, sind es vielleicht 6.000 oder 7.000, ne? Also insofern Wärme 30.000, also eine ganz andere Hausnummer, dass man da ran muss, ein Gesetz eigentlich braucht, ist eigentlich aus der Sicht schon mal logisch. Jetzt können wir anfangen, die Gebäude zu dämmen, sagen wir neue Fenster rein oder sonst irgendwie, dann halbiert sich das, immer noch viel. Das heißt, wir brauchen eigentlich, und wir werden in 30 Jahren nicht alle Gebäude dämmen können, das schaffen wir nicht. Also wir brauchen einen Hebel, irgendwas, was uns hilft, so eine Wundertechnologie, und die gibt es. Das ist ja irgendwie das Schöne, das ist nämlich die Wärmepumpe. Das heißt also, diese Wundertechnologie ist diese Wärmepumpe. Warum? Wir können eine Kilowattstunde Strom nehmen, 3 Kilowattstunden Umgebungswärme und dann haben wir also hier aus 1 macht 3. Das heißt, wenn ich die Gastherme rausschmeiße und die Wärmepumpe einsetze, geht der Energiebedarf auf 1/3 zurück. Das heißt, alleine dadurch, dass wir die Heizungen tauschen, haben wir das Problem um 2/3 verkleinert. Das ist natürlich immer noch da, der Strom muss grün werden, aber das Problem ist deutlich kleiner. Und deswegen haben wir auch schon in Studien vor 6-7 Jahren vorgeschlagen, möglichst keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr zuzulassen und die Wärmepumpe zu verbieten, vorzuschreiben. Verbieten, das will ja dann lieber Herr Söder, genau. Kann man sowas machen? Dänemark hat das 2013 schon beschlossen. Die haben diesen Winter letzten Winter gar keine großen Probleme gehabt mit Öl und Gas. Das heißt also, das ist die Situation. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da reingehen. Nun gibt es die Menschen, die sagen, wir können das doch auch technologieoffen machen. Wir können das mit Wasserstoff machen. Das ist eine super Idee. Wir können doch aus Solarstrom Wasserstoff erzeugen, den verbrennen wir dann und dann funktioniert das. Gut, das war jetzt das ungedämmte Haus, das hier ist das gedämmte Haus. Wenn wir also hier das Ganze mit Wasserstoff machen und die Gasbrennwerttherme, es kann so bleiben, wie es ist. Wir nehmen grünen Wasserstoff. Ja, wir können mit Solarstrom heizen, aber der Ausgangsprodukt ist jetzt hier bei beiden das gleiche. Also die Wärmepumpe heizt mit Strom,
die Wasserstoffheizung auch mit Strom, aus dem wir erstmal Wasserstoff herstellen. Und dann sehen wir diesen Unterschied. Wärmepumpe 5000 Kilowattstunden, Gasheizung 23.000. Wir brauchen fünfmal so viel Energie. Und dann, wir müssen technologieoffen gucken, was billiger ist. Also ich meine, ich bin kein Ökonom, aber wenn ich fünfmal so viel davon brauche, kann mir doch kein Mensch erklären, dass das irgendwie ansatzweise so teuer sein kann. Also da irgendwie braucht man ja nur eins und zu eins zusammenzuzählen. Das heißt also, diese ganze Wasserstofflösung, die ist nur dafür da, das Gasnetz aufrechtzuerhalten. Wir haben in Europa, in Deutschland viel Geld investiert. In Deutschland alleine 300 Milliarden Euro in Gasleitungen. Da haben ganz viele Unternehmen Interesse daran, dass dieses Netz nicht wertlos wird. Und deswegen haben wir diese Widerstände und das hat ja auch sehr gut funktioniert über die Springerpresse. Also, aber wenn man da dran geht, wir brauchen einen Einbaustopp von Öl- und Gasheizungen und wir müssen auf die Wärmepumpe setzen. Alles andere wird am Ende teuer oder wird den Klimaschutz zerstören. Und deswegen müssen wir da weiter dran arbeiten. Im Verkehrsbereich wird es auch interessant. Also eine Botschaft. Hier sind viele mit Auto da, genau, vielleicht auch mal ein bisschen weniger Auto fahren, also das ist jetzt eine böse Botschaft hier, aber muss man trotzdem sagen, warum? Also die Herstellung von Autos ist halt einfach auch ein Problem, ne? Also wir haben in Deutschland einen pro Kopf, also ich weiß in Luxemburg, die haben noch mehr Autos pro Kopf, also die haben mittlerweile das vierte Auto, also das ist irgendwie, aber wir haben in Deutschland so viele Autos, dass wenn der Rest des Planeten die gleiche Autodichte haben wollen, dass wir 3 Milliarden zusätzlich PKWs haben wollen, wenn alle in Afrika so viel Auto fahren wollen wie wir, das werden wir gar nicht hinkriegen von den Rohstoffen, von der Herstellung der Autos. Das heißt, eigentlich müssen wir darüber nachdenken, ein bisschen mehr öffentlicher Nahverkehr. Momentan ist es eher so ein bisschen Kampfsport, wenn man mit der Bahn nach Berlin fahren will. Also das müssen wir natürlich ändern, damit das auch Spaß macht. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn viele Leute auch momentan aufs Auto setzen. Wenn wir beim Auto sind, wir werden auch in 30 Jahren, die Handwerker werden auch nicht mit dem Lastenfahrrad auf die Arbeit fahren, was immer so gerne von gewissen Kreisen gemacht wird. Also natürlich werden wir Autos haben. Und wie sollen diese Autos sein? Momentan Stand 98% der Autos sind Verbrenner. Verbrenner fahren mit dem Benzin- oder Dieselmotor und die deutschen Ingenieurinnen und Ingenieure haben tolle Arbeit geleistet. Unsere Dieselmotoren sind super, die kommen aber nicht an der Physik vorbei. Das heißt also, ein Dieselmotor hat einen begrenzten Wirkungsgrad. Da kann ich machen, was ich will, da kann ich die tollsten Ingenieure nehmen, die werden daran nichts ändern können, weil das ist Thermodynamik. So, das heißt, ich habe einen Motor mit 30% Wirkungsgrad, 70% sind Abwärme. Das heißt, das ist kein Auto, das ist eine fahrende Heizung. Und diese fahrende Heizung, die befeuern wir jetzt mit Sprit. Man muss sich mal überlegen, so ein Auto, so 150 kW, also ein Tesla hat ja viel, viel mehr, aber sag ich mal 150 kW ist so der Durchschnitt. 70% Abwärme, das heißt 100 kW blasen beim Diesel über den Kühler nach draußen. Und wir können einfach mal rechnen, um ein Einfamilienhaus zu heizen, brauchen wir 10 kW. Also wenn so ein Dieselfahrer auf der Autobahn Vollgas gibt, blasen wir so viel Wärme raus, dass man mit 10 Einfamilienhäuser heizen kann. Und das ist jetzt die Verkehrsmobilität der Zukunft. Wir müssen mal technologieoffen schauen, ob sich das nicht auch weiterhin durchsetzt. Also ein vollkommen ineffizientes Verkehrssystem, was wir hier am Leben erhalten wollen. Wir gucken mal an, was die Alternativen sind und dann schauen wir uns das an. Also Elektroauto. Elektroauto hat halt einfach den riesen Vorteil, dass wir einen Motor haben, der halt nicht 30% Wirkungsgrad hat, sondern 90% und mehr. Das heißt, in dem Moment, wo ich den Diesel rausschmeiße und den E-Motor verwende, habe ich 3 Teile Diesel durch 1 Teil grünen Strom ersetzt. Das heißt, mein Problem wird auch nur 1/3 so groß. In dem Moment, wo ich, wie gesagt, den Antrieb tausche, habe ich das Problem verkleinert. Nun gibt es ja ganz viele Leute, die sagen, oh, ich weiß ja nicht so, dieses Elektroauto, ich warte doch lieber auf das Wasserstoffauto. Da ist es. Fragen Sie mal zurück, womit fährt denn dieses Wasserstoffauto? Die böse Botschaft ist, ein Wasserstoffauto ist auch ein Elektroauto. Also alleine der Satz, ich will kein Elektroauto, ich warte auf das Wasserstoffauto, ist ein Widerspruch an sich, weil ein Wasserstoffauto ist ein Elektroauto. Man hat einen Elektromotor, wir haben auch eine Batterie da drin, die ist nur ein bisschen kleiner. Und die wird an Bord durch Wasserstoff und eine Brennstoffzelle wieder aufgeladen. Das heißt, wir haben an Bord nochmal ein kompliziertes Aggregat, was das ganze System teuer macht. Und weil dieses Herstellen des Stroms Verluste hat, brauche ich am Ende auch mehr Strom. Ausgangsstoff beim Wasserstoffauto ist genauso Strom aus Solar- und Windenergie wie beim Elektroauto. Nur, dass ich da 2 bis 3 Mal so viel davon brauche. So, jetzt können wir ja technologieoffen entscheiden, welches System sich durchsetzt.
und welches billiger ist. Naja, wenn ich dreimal so viel brauche, erschließt sich mir auch nicht so wirklich, warum das am Ende genauso teuer oder billiger sein sollte. Das heißt, das Wasserstoffauto wird sich im Verkehr nicht durchsetzen. Und da bin ich ganz bei der FDP. Man sollte den Markt entscheiden lassen, weil wie viele zugelassene Wasserstoffautos, die kann man kaufen momentan. Wie viele zugelassene Autos gibt es? Weniger als 1000. Wie viele zugelassene Elektroautos gibt es? 1 Million. Das Ding ist durch. Das heißt, das Wasserstoffauto hat keine Zukunft auf dem Pkw-Markt. Jetzt gucken wir nochmal weiter beim Verbrenner. Jetzt kam ja die tolle Idee, E-Fuels. Also, da brauchen wir auch wieder einen ganz dicken Tisch, wo man den Kopf draufhauen kann. Also, wir haben also jetzt die fahrende Heizung, die eigentlich 70% der Energie vernichtet. Nun ist die tolle Idee, wir sagen, wir nehmen jetzt Solar- und Windstrom, machen da Wasserstoff draus. Kann man machen, technisch geht das, dann brauchen wir CO2, das trennen wir aus der Luft ab mit einer Maschine, die man heute noch gar nicht gescheit kaufen kann. Und dann gehen wir in eine Fischer-Tropsch-Analyse, kann ich chemisch alles erklären, brauchen wir aber gar nicht. Also am Ende nehmen wir Solarstrom und es kommt Diesel raus, geht. Nur das Problem ist, wir verheiraten jetzt die fahrende Heizung mit der ineffizienten Herstellung von Treibstoff und brauchen dann am Ende 7-mal so viel Strom. Kann man machen? Porsche hat ja diese tolle Anlage, die irgendwo in Chile steht. Ich habe mal ausgerechnet, wir brauchen 500.000 Windräder in Chile, um irgendwie E-Fuels für den deutschen Autoverkehr herzustellen. Also müsste man mal mit den Leuten reden. Und momentan kostet der Liter E-Fuels 10 Euro. Und das CO2 kommt nicht aus der Luft, sondern aus einer Brauerei. Also irgendwie, da muss man ganz schön viel Bier trinken, um die deutsche Automobilflotte am Leben zu lassen. Also das ist ein Konzept, was nicht funktionieren wird. Aber das Versprechen ist natürlich da. Leute, ihr könnt weiter Diesel fahren. Wir machen also, braucht euch nichts kümmern, bleibt alles so, wie es ist. Und das wird nicht sein. Wir brauchen die Veränderung und die muss hin zur Elektromobilität gehen. Das heißt also, Wasserstoff im Straßenverkehr wird eine Nischentechnologie sein. Über E-Fuels brauchen wir gar nicht zu reden. Und natürlich müssen wir aufs batteriebetriebene Auto setzen. Natürlich auch im ÖPNV und im LKW-Bereich auch. Da ist das Rennen noch so ein bisschen offen zwischen Wasserstoff und bei längeren Strecken. Aber es sieht auch so aus, als dass sich da die Elektromobilität mit Batterie durchsetzt, weil einfach wir so dermaßen große Fortschritte bei den Batterien haben, dass das Ding auch wahrscheinlich bald durch ist. Wenn wir dann schauen, wir sehen ja hier so ein paar Autos. Das finde ich eigentlich schlimm, diese Technologieoffenheit, was die in Deutschland bewirkt. Wir haben in Deutschland eine Automobillandschaft, die eigentlich in den letzten 20 Jahren die Elektromobilität möglichst verhindert hat. Wir haben jetzt schon wieder Auswirkungen, zum Beispiel wird versucht, die Euronorm 6 oder 7 aufzuweichen. Wir haben in Europa jetzt viel schwächere Grenzwerte als China. Deutsche Verbrennerautos kann man in China kaum mehr verkaufen, elektrische Autos auch nicht, weil die deutschen Elektroautos so unattraktiv sind, dass die in China keiner haben will. 40% der deutschen Autos gehen nach China. 40% der Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie hängen vom chinesischen Markt ab. Und wir fangen mit E-Fuels an. Wie krank ist das denn? Also das will keiner haben. Und dann sehen wir, was passiert in China. BYD, BYD Seagull, 13.000 Euro, Reichweite 405 Kilometer in der Motormesse Shanghai. Die gibt es in Deutschland noch nicht zu kaufen, aber es ist eine Frage der Zeit. Und dann möchte ich mal sehen, wie viele Arbeitsplätze bei BMW, bei VW und wie sie alle heißen, noch übrig bleiben, die ja die ganze Zeit immer noch von Wasserstoff und von E-Fuels reden. Das heißt, mit dieser Technologiefeindlichkeit, die wir in Deutschland haben, gefährden wir auch nicht nur das Klima, sondern auch den Wirtschaftsstandort und die Automobilindustrie. Okay, also ganz klar, um den Energiebedarf zu senken, brauchen wir im Heizungsbereich die Wärmepumpe, beim Verkehr den Elektroantrieb, alles andere ist Unfug. Und dann schauen wir uns an, was wir von unten nach oben machen müssen. Wir haben jetzt hier die Erneuerbaren, Wasserkraft lässt sich kaum ausbauen, die anderen, Biomasse auch nicht. Das heißt, wir haben hier eigentlich zwei wesentliche Technologien, die uns dann treiben können. Das eine ist hier die Windkraft. Windkraft an Land und Windkraft offshore. Dann haben wir mal ausgerechnet, das sind jetzt einfach irgendwelche Zahlen, was wir pro Jahr bauen müssten. Interessant ist, was wir letztes Jahr gebaut haben. Ne? Also das heißt, das wären jetzt die Zahlen, die wir bauen müssten, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das sind die Mengen, die wir letztes Jahr gebaut haben. Ganz besonders schlimm sind Bayern. Baden-Württemberg auch nicht ganz so toll, aber Bayern hat, glaube ich, letztes Jahr 6 Windräder gebaut. Also damit werden wir in 500 Jahren klimaneutral werden. Also das heißt, da muss irgendwas passieren. Die Diskussion ist eigentlich ganz schwer zu verstehen. Also wir brauchen in Deutschland ungefähr 2% der Landesfläche, wo wir Windräder hinstellen dürfen. Ja, man sieht die, das verändert das Landschaftsbild. Aber da hat dann die AfD mal gepostet und sagt, oh, jetzt wollen die Grünen auch noch 2% der Landesfläche zubetonieren, um Windräder draufzustellen. Deswegen habe ich mal gerechnet. Die reine Betonfläche sind 0,007%. Das sind nämlich die Fundamente. Ne? Also wir betonieren irgendwas, das ist das Windkraftfundament. Das heißt, wirklich die Fläche, die wir verbrauchen, ist 0,007%. Also ist im Prinzip nichts. Wir sehen die Windräder aber von 30% der Landesfläche. Das kann ich nicht verändern.
Und das werden wir auch nicht verändern. Wir können noch so lange, da heißt, ihr müsst erstmal forschen. Wie soll ich denn forschen? Irgendwie eine Windkraftanlage bauen, die man nicht sieht. Nein, unsichtbare Windkraftanlagen werden wir auch in 50 Jahren nicht erfinden. Und deswegen müssen wir sie entweder akzeptieren oder wir haben halt keine Energie. Und das ist das, was wir den Leuten erklären müssen. 5% sind Verkehrsfläche in Deutschland. Gar kein Thema. 9% Siedlungsfläche. Also insofern denke ich mal, die Flächen für die Windenergie sind durchaus akzeptabel, aber sie werden unser Land verändern. Zweite Technologie ist die Solarenergie. Solarenergie ist super, weil wir können sie dezentral aufbauen. Das sind die Mengen, die wir brauchen, um Mitte der 30er Jahre klimaneutral zu werden. Das ist das, was im letzten Jahr passiert ist. Aber da tut sich einiges zum Glück, anders als bei der Windenergie. Also wenn man jetzt so sieht, gerade bei Einfamilienhäusern, und das ist ja genial. Also ich habe bei mir auch ein Elektroauto und ich versuche wirklich alles zu Hause mit der Solarenergie zu machen. Letztes Jahr ist es mir gelungen, 80% des zu Hause geladenen Stroms von der eigenen Solaranlage zu machen. Also da kenne ich jedes Elektron persönlich, sage ich mal, und sauberer geht's nicht. Also das heißt, das ist auch eine Sache, die dann für die Elektromobilität Spaß macht. Und das ist super. Das heißt, wir müssen auf die Solarenergie setzen, so nicht. Ne? Das Bild hat mir jemand geschickt, ein Mitarbeiter von mir, und ich finde das so spannend. Hier ist noch das Solarmodul, das hätte man ja auch noch so hinstellen können, dass nicht gerade noch der Schatten drauf fällt. Platz hätte es genug gegeben. Das zeigt so, wie wir irgendwie ja, Energiewende machen. Ne? Irgendwie mal so ein bisschen was hingerotzt und gut ist. Also ja, das muss natürlich irgendwie Dächer voll, das muss irgendwie die Lösung sein und jeder Balkon zählt. Ne? Also das heißt, auch die Lösung, zum Glück wird das jetzt vereinfacht mit den Balkonsolaranlagen. Wir müssen auch auf die grüne Wiese rauf. Die Dächer alleine werden nicht reichen. Also etwa 2% der Landesfläche haben wir mal ausgerechnet. Das heißt also, Photovoltaik braucht auch nochmal etwa 2% der Landesfläche. Ein Teil davon können wir hier in den Verkehrs- und Siedlungsbereich reinschicken. Frankreich zum Beispiel hat jetzt beschlossen, dass alle großen Parkplätze mit Photovoltaik nachgerüstet werden müssen. Ja, das ist ja super. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin? Ist eh zu betoniert. Jeder Aldi-Lidl-Parkplatz, fette Parkplätze. Warum machen wir da nicht Carports drüber? Unten drunter kann ich laden und im Sommer, wenn es heiß ist oder wenn es regnet, ist das Auto noch geschützt. Also das sind doch auch Sachen, die wir hier uns in Deutschland abgucken können. Dann können wir in diese Flächen rein. Das heißt also, wir müssen von oben nach unten, von unten nach oben, dann können wir einen Schnittpunkt machen. Ganz werden wir es nicht hinkriegen. Ein bisschen Wasserstoff brauchen wir noch. Das heißt, wir haben eine Deckungslücke, vor allen Dingen für die Industrie. Da brauchen wir noch ein bisschen Wasserstoff. Allerdings, wir müssen auch sagen, der Wasserstoff, der ist teuer. Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende und Champagner eignet sich hervorragend auf dem Speiseplan, aber nicht als Grundnahrungsmittel. Und das müssen wir gewissen Menschen in der Politik auch erklären. Wasserstoff, ja, da, wo wir keine Lösung haben. Und das zitiere ich jetzt mal. Wir haben Solar- und Windstrom, das verwenden wir hier direkt auch für die Industrie. Dann werden wir viel mit Batterien machen. Batterien, die aus dem Automobilbereich kriegen, also hier, die entwickeln sich enorm weiter. Kattel, das ist der größte chinesische Batteriehersteller, der hat jetzt gerade die Natrium-Ionen-Batterie vorgestellt. Ja, also Lithium ist ja immer in Kritik, da wird jetzt das Lithium durch Natrium ersetzt. Natrium ist im Kochsalz drin, also da haben wir gar kein Rohstoffproblem mehr. Das wird auch die Lösung sein, wo wir große Mengen Batterien bauen können. Wenn wir Wärmepumpen haben, können wir auch in Wärme zwischenspeichern. Und dann kommt die Elektromobilität, die ist kein Problem, sondern ist Teil der Lösung. Ein Tesla, eine Tesla-Autobatterie ist so groß, dass man ein durchschnittliches Einfamilienhaus damit eine Woche lang theoretisch mit Strom versorgen kann. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir das bidirektionale Laden hinbekommen. Jeder, der Tesla fährt, weiß ja, wenn sie irgendwie morgen zur Arbeit fahren, irgendwie da ist dann noch genug Stoff irgendwo in der Batterie drin. Und wenn wir dann einfach mal wenig Sonne und Wind haben, warum zapfen wir das Ganze nicht an? Und das müssen wir versuchen, jetzt hier wirklich startklar zu kriegen. Wir haben jetzt schon in Autobatterien mehr Speicherkapazität als alle deutschen Pumpspeicherkraftwerke zusammen. Wenn wir mal 30 Millionen Elektroautos haben, können wir eine ganze Nacht mit den Batterien überbrücken. Und die Batterien sind schon da. Und die Batterien kriegen immer mehr Reichweite. Wir haben jetzt schon bis zu 1 Million Kilometer, so lange hält das Auto gar nicht. Da können wir auf die Batterien zugreifen und das Ganze machen. Natürlich werden wir dann auch noch im Sommer, wenn wir so viel Solar aufbauen, Überschüsse haben. Aus diesen Überschüssen werden wir auch irgendwann mal Wasserstoff erzeugen. Das packen wir dann in unsere Speicher rein, wo wir immer gerade gucken, ob da genug Erdgas drin ist. Das wollen wir nicht mehr. Wir werden auch noch ein bisschen Wasserstoff importieren, aber der Wasserstoff wird sehr teuer sein. Den wollen Sie nicht zum Autofahren und zum Heizen verwenden. Und deswegen nehmen wir den für die Industrie, für den Flugverkehr, da macht es Sinn. Aber nicht zum Autofahren, nicht zum Heizen nochmal. Also da macht es definitiv keinen Sinn. Und dann, wenn wir mal 14 Tage Flaute haben, dann nehmen wir auch noch kleine Kraftwerke, die kurze Zeit laufen und schließen damit die Lücke. Und damit können wir in Deutschland eine sichere
und bezahlbare Energieversorgung machen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir dieses System machen. Das heißt, wir müssen beim Klimaschutz durchstarten. Ich habe mal versucht zu skizzieren, was wir machen müssen und vor allen Dingen in welchem Tempo. Und unsere junge Generation, die braucht jetzt einfach die Hilfe. Bis unsere Kinder irgendwann mal in der Lage sind, irgendwo in der Politik oder was zu entscheiden. Das ist immer, ja, rede mal, geht mal in die Politik, wird ihnen dann immer gesagt. Na, bis die da mal irgendwie Bundeskanzler sind, ist das Ding durch. Also wir müssen das heute machen und deswegen müssen wir schauen, dass wir jetzt die machen. Und deswegen einfach meine Bitte, handelt einfach jetzt. Gut, ein paar Punkte habe ich heute noch ausgeklammert, weil sie kompliziert sind. Fleisch essen zum Beispiel, also 1/6 aller Treibhausgasemissionen kommen von dem Fleischkonsum. Kann man mal drüber nachdenken. Dann Flugverkehr ist das andere. Die nächsten 10 Jahre wird es keine Chance geben, irgendwie klimaneutral zu fliegen. Klimaneutral Autofahren, ja. Deswegen ab nach Portugal mit dem Tesla, aber nicht den Flieger verwenden. Das ist also in Ordnung. Und dann natürlich die Alternativen, Elektroauto und Solaranlage. Das hilft auf alle Fälle. Ja, wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Und ich glaube, dass wir schon einiges machen müssen. Also ich finde immer sehr spannend bei der Frage, die ich stelle, ob wir das schaffen werden. Da sagen viele, naja, weiß ich nicht. Ne? Und man traut sich dann doch nicht irgendwie viel zu. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach diese Vision, die wir nicht haben. Und wenn wir uns anschauen, zum Beispiel in der Geschichte. John F. Kennedy hat sich 1963 vor die Nation gestellt und gesagt, die amerikanische Regierung hat heute beschlossen, dass wir auf den Mond fliegen werden. Das ist eine Riesenherausforderung und das wird viel Geld kosten. Und wir werden ab morgen die Steuern erhöhen. Das muss man sich mal vorstellen. Amerika, die Steuern erhöhen. Was haben die Amerikaner gemacht? Die haben gesagt, ja, erhöht mir die Steuern, ich will auf den Mond. Und das müssen wir doch mal hinkriegen hier, wenn wir das irgendwie schauen. Olaf Scholz stellt sich hin. Wir haben gesagt, wir halten morgen das Klimaschutzabkommen ein. Wir werden alles dafür Denkliche machen. Das kostet auch Geld und wir werden für die, die es sich leisten können, auch die Steuern erhöhen. Und wenn wir dann mit dem gleichen Elan sagen, ja, das machen wir. Wir wissen, wie das ausgegangen ist. Die Amerikaner waren 7 Jahre später auf dem Mond, haben mehrere 100 Milliarden Dollar verbrannt und haben ein Wettrennen gegen Russland gewonnen. Hier geht es um ein Wettrennen, um die Zukunft unserer Kinder und verdammt nochmal, da müssen wir den gleichen Elan mal aufbringen wie bei der Mondlandung. Dann bekommen wir es auch hin, dann können wir Deutschland auch enkelkindertauglich machen. Danke für die Aufmerksamkeit.